17.12.2001. Vor einem Jahr noch, vor drei Jahrzehnten schon, Ernsten Jandl so gern gelesen. Wenn ich heute ein Buch von ihm lese, lese ich ein Buch von einer Leiche. Wenn ich morgen ein Buch von ihm lese, lese ich ein Buch von einer Leiche. Wenn ich mich an kein einziges Buch vom Ernsten Jandl erinnern kann und nicht schlaf, dann bin ich auch eine Leiche. Aber eine, die Ernsten Jandl viel und so gern gelesen hat. Danke. Ich muss sagen, ich würde nur bitten, mit einem Applaus immer kurz zu sein, weil wenn die Zeit irgendwie, weil ich darf nicht überziehen. Habe zwar ein Guthaben von gestern von 5 Minuten, weil ich 5 Minuten vorher aufgehört habe, aber das wird nicht eingerechnet. Ich möchte nur, weil jetzt bald Weihnachten kommt, noch ein Weihnachtsgedicht außerhalb der Reihe lesen. 24.12.2001 war das. Wenn für jedes Lebewesen auf Erden nachts der Mond in Form einer Coca-Cola-Flasche erscheint, dann wird mit beinahe 100%iger Sicherheit im Sommer Pepsi-Cola als Sonne herunterbrennen. Wenn alle Bankkonten im Plus sind, jeglicher Mangel in Konkurs gegangen ist, alle Gier auf Erden mit einer Überschallrakete in den weiten Sternenhimmel geschossen wurde, dann sind viele Wünsche in Erfüllung gegangen. Wenn alle schweren, lästigen, unangenehmen Krankheiten wie die Zugvögel im Winter weggeflogen sind und Ärzte in ihren weißen Kitteln Entertainer unterhalten, möchte ich gern im Publikum sitzen und herzhaft lachen. Wenn alle Wenn-Sätze wahr geworden sind, die neu erfundenen Speisen längst verdaut, dann stehe ich vor dem Weihnachtsbaum und sage, uff. Auch meine Pausen darf ich nie zu lang halten. Ich will einen kurzen Schluck machen. Also ich habe wöchentlich ein Gedicht, ein neues in der Wiener Zeitung, und viele der Gedichte, die da in der Wiener Zeitung waren, sind in dem neuen Gedichtband unter einem Himmel. Und jetzt möchte ich wirklich haben, dass Sie in sich gehen und sich das anschauen, wie schön dieses Buch ist. Und ich war sehr, sehr aufgeregt gestern, weil ich habe es erst gestern bekommen, 20 Minuten vor der Lesung, und es ist eigentlich erst 15. September, würde es eigentlich erst erscheinen, und dank dem Limus Verlag ist es jetzt schon da, und ich habe wirklich in der Nacht, so wie früher, ich mit so Autos geschlafen habe, so mit Matchbox-Autos, und früher noch mit meinem Teddybär oder so, oder später dann auch, habe ich wirklich mit dem Buch geschlafen und habe wahnsinnig gefreut. Deshalb schaut es bei mir auch schon ziemlich abgegriffen aus. Ich habe auch geschaut, ob alle Gedichte drinnen sind, wie ich es vorgehabt habe. Es sind alle drinnen. Also das ist auch sehr angenehm. Und danke auch für Zitieren von Franz Schuh. Das Nachwort ist auch alles drin. Also alles wirklich. Und bitte, es hat sowas wie eine... Bitte, was sagen wir denn dazu? Ja? Und auch die Farbe passt so genau. Ja. Und also ich habe große Freude gehabt. Und dann in der Früh, beim Frühstück, also ich hatte schon irgendwas wieder angeschaut und habe plötzlich irgendwie Zweifel bekommen. Ja? Normal kriege ich nicht so, aber ich habe gerade Zweifel. Und habe das den Elias und den Martin gesagt, dass ich plötzlich Zweifel habe und mir denke, ist das jetzt wirklich, sind das jetzt wirklich die Gedichte, ist das wirklich so gut, wie ich mir das gedacht habe, und ist das jetzt und so. Und dann sagen die zu mir, der Martin und der Elias, das ist ganz normal, das sind wir alle. Also das hat mich natürlich wieder bestärkt in dem, dass ich doch nicht, also und so weiter. Jedenfalls gibt es in der Wiener Zeitung, und da habe ich eigentlich so eine Idee gehabt, und die möchte ich jetzt einmal kurz vorstellen. Das ist, und zwar, es gibt ja immer diese Geschichte mit Breaking News.
Das sieht man dann, Breaking News. Und da dachte ich mir, man müsste eigentlich sowas machen wie Breaking Poems. Also, und das ist zum Teil in der Wiener Zeitung, kann ich das machen auch. Also so jetzt ein Beispiel. Jetzt ist in der Steiermark die Wahl gewesen, Bundespräsidentenwahl. Und da hat ein gewisser Rechtsradikaler die Mehrheit gehabt. Ja. Und das ist für mich dann so, also das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Und da kann ich dann sofort reagieren. Und dieses Gedicht kommt dann als Breaking Poem. Also ich sage ein Beispiel jetzt. Ja. Also das ist aber noch alles im Sinne des, also Breaking Poem stellen wir nicht ganz so vor, aber das geht so noch. Ja. Vielfalt im Sinne der FPÖ. Wir sind mir. Wir sind mir deppert. Wir sind mir noch depperter. Wir sind mir ganz deppert. Keine Moneten für Proleten, kein Erbarmen für die Armen. Wir hohen Funktionäre sind bald Millionäre. Und das ist einfach angenehm, wenn man das machen kann. Und das kommt dann als Breaking Poem. Zuerst online und dann irgendwo ins Blatt zum Beispiel. Oder anderes ist zum Beispiel Breaking Poem. Vorsicht, bohr nicht im Ohr, es kommt der Kontrolleur. Oder Asyl. Ganz ehrlich, Einheimische sind gefährlich. Also, das geht dann so durch die Zeit. Also, das ist jetzt auch schon gewesen und das war schon, also, das ist schon, also, so, das ist die Vorstellung dieses Gedankens. Jetzt habe ich folgende Idee. Ich stelle mir vor, dass bevor das Treffen oder dieser Literaturevent oder Literaturfestival oder wie man das nennen will, Sprachsalz oder wie es genannt wird, stattfindet, sollten beispielsweise in ganz Tirol verschiedene Gedichte auf Plakaten, wo auch immer, zu lesen sein. Wie zum Beispiel dieses, das ich jetzt gerade nicht, ich habe mir nämlich schön alles aufgeschrieben, und es ist schon da, es heißt Alpenfestung. Alpenfestung. Alle 279 Berge mit Gletscher aus Tirol an die östliche Grenze vom Burgenland. Alle 59 Berge mit Gletscher aus Salzburg an die südliche Grenze der Steiermark. Alle 27 Berge mit Gletscher aus Vorarlberg an die südliche Grenze von Tirol. Alle 37 Berge mit Gletscher aus Kärnten als Reserve bereithalten. Und auf alle Gipfel zur Abschreckung große Fotos vom Innenminister.